giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro, babbergo la split. Giro giro giro, lo hai na che vince. Giro giro giro, pizza pasta al mozzo. Giro giro giro, fanciulli mezzo. Giro giro giro, babbergo la split. Giro giro giro, lo hai na che vince. Letztes Jahr sind beim Giro 11 Mal Ausreißer durchgekommen. 11 Mal. Ja, das ist aber auch nicht normal. Da sind wir, ja, aber selbst wenn es 7 Mal, wie oft, wir werden es hier vielleicht 1 oder 2 Mal haben, das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir im Vergleich zur Realität zu wenig für große Landesrundfahrten. Ja, das stimmt ein bisschen, ja. Ja gut, was erwartet uns denn hier eigentlich in der Realität bei der Etappe? Also, wir hatten jetzt noch keinen Sprint nach den ersten beiden Etappen natürlich. Also, wissen wir, erste ist ja schon durch, zweite gehe ich mal davon aus, es gibt eine Bergankunft, da gibt es keinen Sprint. Dritte Etappe sieht nach Sprint aus, aber am Ende ist es natürlich trotzdem hügelig und auch dieser Anstieg vor der Sprintwertung ist nicht ganz ohne. Was siehst du da für Fahrer vorn? Oder für Fahrertypen. Puh, ich muss mal durch die Startliste durchgehen. Wenn ich da vorne sehe, sage ich dir gleich. Lass mich mal die Startliste anschauen. Also Pogacar sehe ich immer vorne, wobei da wird er sich raushalten. Ein Lamperti könnte da sein, gut sein. Der Navas könnte da auch wieder gut sein. Aber wenn du Lamperti sagst, siehst du da Merlier nicht also mithalten? Kommt drauf an, wie steil der in der Realität ist. Lamperti hat jetzt natürlich auch schon länger kein gutes Ergebnis eingefahren. Vielleicht ist es dann eine Merlier-Etappe. Aber an sich finde ich, ist das, also wenn ich Lamperti wäre, fände ich die Etappe geil. Also ich glaube schon, dass sich hier die großen Namen durchsetzen. Milan, Laporte, solche Leute. Merlier im Normalfall muss er das auch irgendwie. Aber kommt doch den Berg da nicht hoch. Ja, aber Jakobsen bin ich vielleicht da nicht. In Realität, Laporte ist wie gemacht für diese Etappe. Ja, aber der ist scheiße dieses Jahr. Also aber nur, auch ein Bauhaus und so. Also im Normalfall gehe ich schon davon aus, dass die das schaffen müssen. Das sind 1,5 Kilometer mit 4% oder sowas. Das, also, weiß ich nicht. Gut, am Ende gewinnst du einen Puncher, dann ist das wieder nichts für die Sprinter. Da bin ich mal sehr gespannt. Da habe ich mir noch kein abschließendes Urteil gemacht. Okay, hier. Ich lege mich fest, in echt ist das eine geile Etappe für Van Poppel. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, ein, also ich finde Van Poppel... Ja, wenn Laporte, er in Form ist, muss er da vorne reinfahren, das stimmt. Genau, dann ein Matteo Trentin auf seine alten Tage. Ja, schafft er nicht, der ist nicht gut. Kein Fall. Petit. Ja, auf jeden Fall. Was ist mit einem Ballerini? Kann der sowas? Der ist schon seit 2 Jahren nicht mehr gut. Aber eigentlich könnte er das. Wer das aber auch können müsste, wäre Bargioli, aber der ist halt auch nicht gut drauf dieses Jahr. Kanter vielleicht könnte sowas packen. Der kann eigentlich so Berge hochdrücken. Kanter, Max Kanter, deutscher Fahrer. Eher Giermai. Dann, ja, ich war genau, Giermai ist geil. Weil das wird eine spannende Ankunft. Da gibt es schon, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein Jakobsen da durchkommt. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich glaube, irgendeiner von diesen Leuten, von, weiß ich nicht, Groves, Milan, Ewan vielleicht sogar, auch wenn der nicht gut drauf ist, aber irgendwie so solche Leute, oder wen hatte ich vorher noch gesehen, ja eben auch hier Merlier, weiß ich nicht, irgendeiner von denen quält sich damit drüber, weil er einen guten Tag hat und dann kann er es halt gewinnen, so. Aber jetzt, wenn wir noch weitermachen, so Top-10-Fahrer, Lonardi, ist das vielleicht jemand, der da in die Top 10 fährt bei der Etappe? Ja. Jetzt von deinem Team? Bei der Konkurrenz, schwierig. Cadel Evan hätte das früher auch gekonnt, wobei Cadel Evan habe ich immer... Ewan meinst du? Ewan. Ja, genau. Ich frage mich immer bei dem, kommt da nochmal was? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht mehr viel. Olaf Koi wäre interessant. Cavendish kann das ja auch. Cavendish hatte ja auch 2, 3 richtig miese Jahre und dann auf einmal kam er zurück mit 4 Etappen-Siegen bei der Tour. Aber Ewan traue ich das nicht zu. Ewan ist ein anderer Typ. Der ist nicht so ehrgeizig, der ist nicht so trainingsfleißig. Aber was ist mit Olaf Koi bei der Etappe? Der könnte ja auch was reißen. Oh ja.
ja, auf jeden Fall. Ja, und was könnte bei uns gehen? Da würde ich sagen, bei uns ist sehr offen. Also bei uns, glaube ich, kann da sowohl ein sprintstarker GC-Fahrer wie Pogacar das Ding gewinnen oder auch so ein Hügel-Dude einfach oder ein Sprinter. Also ich glaube, boah, das ist ganz schwer bei uns, das zu prognostizieren. Bei uns kommt viel darauf an, wie du unten reinfährst. Also ich persönlich, also taktisch habe ich mir jetzt eigentlich schon was zurechtgelegt. Das ist für mich jetzt eine der wenigen Etappen. Ja, da muss man mal schauen. Also das Thema Bergzug machen wir dieses Mal auf keinen Fall. Aber hier muss man mit Zug fahren. Wie findest du den Aber Namen müssen wir von mal dem schauen. Fahrer vorne von Intermarché? In der Gruppe. Cool, Heißt der ne? wirklich so? Von St. Martin's Dyke, ja, der ist so. Das ist ein geiler Name. Geil, oder? Sehr gut. So, ich würde sagen, wir können gleich ein bisschen vorspulen, aber davor kommt das große Highlight der Folge, Platz 2 unserer Top 3 Lebensmittel. Kannst du jetzt einfach mal erklären, warum du das wissen willst? Einfach so. Das hat keinen Hintergrund. Ich finde es einfach unterhaltsam. Das heißt, wenn ich dich jetzt beim nächsten Mal frage, die Top 3 Automarken, wenn das wirst du es auch einbauen in Stream. Nee, das mal würde ich nicht einbauen. Also willst du deinen zweiten Platz nennen oder soll ich zuerst? Ja, sag zuerst. Okay, also mein Platz 2. Wenn ihr Platz 3 schon vergessen habt, hört nochmal die Folge davor an. Mein Platz 2. Kartoffeln. Ist ja klar, oder? Pommes, Chips, Bratkartoffeln, Pellkartoffeln, alles Mögliche. Hier Kartoffelsalat, Kartoffelstampf. Kartoffelbrei, Ja, genau, das ist Kartoffelstampf. Richtig geil. Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer, Alter, liebe ich. Auch auf meinem Kanal. Gutes Rezept. Schaut euch da mal das an. Das ist geil. Richtig gut. Kartoffeln, Platz 2 der Lebensmittel. Also richtig gut. Ich liebe Kartoffeln. So, jetzt kommst du. Dann Was ist sage ich dein jetzt zweiter mein. Platz? Ich habe jetzt besser verstanden, auf was du hinaus willst. Deshalb nehme ich natürlich die Banane, war natürlich lächerlich. Ich nehme jetzt auf Platz 2 Getreide. Nein! Getreide ist doch kein Lebensmittel. Was ist das denn dann? Ja, aber du setzt dich doch nicht auf die Bank im Gar im, und isst, ne, und isst ein Stück Getreide oder so. Ja. Okay. Ja, Also ganz einfach ehrlich. Getreide, Also, weil Getreide halt überall drin ist. jetzt machen wir mal hier einen Punkt in diesem Stream. Und zwar, du setzt dich doch auch nicht auf die Bank und isst eine rohe Kartoffel. Nee, aber ich setze mich schön ins Restaurant und esse einen schönen Kartoffelsalat. Genau, und ich setze mich schön in den Bäcker und kaufe mir ein Brot. Ja, aber da ist ja Getreide nur ein Bestandteil davon. Ja, aber ein wesentlicher. Ja, aber ja, es gibt auch Brot ohne Getreide. Okay. Okay, dann Okay. nehme ich. Na gut, ich lasse es gelten. Nein, ist Dann, okay. nein, nein, Getreide ist nein, Platz ich nehme 2, ist von dir, Fisch. ist in Ordnung. Fisch. Oh Gott. Lachs. Fisch. Lachs. Lachs ist mein Top-Lebensmittel. Ernsthaft Fisch auf Platz 2. Das wäre Okay. so geil, Na gut. weil du halt eine sinnvolle Auswahl tätigst. Du hast dir wahrscheinlich die ganze Woche vor dem Giro hast du überlegt, wie kann ich diesen Stream aufspeisen? Wie kann ich den einfach mal ein bisschen was den Zuschauerinnen und Zuschauern liefern? Zusatzinfos, um das Ganze aufzupeppen. Mache ich ein Lebensmittelquiz. Und dann kommt der Kevin und crasht es mit Banane, Fisch und Knoblauch. Das ist natürlich kein Ja. Quiz. Weißt du, was mein Top 2 Lebensmittel, mein Platz 2 ist, mein neuer ist Döner. Nein, das haben wir gesagt, keine Gerichte. Du hast gesagt Getreide. Damit könnt ihr jetzt wieder unter die Kommentare schreiben, was ist euch wichtiger als Lebensmittel oder was findet ihr besser? Wo würdet ihr gerne mal
Einfach was reinbeißen in ein schönes, trockenes Stück Getreide oder in leckere Kartoffeln, Bratkartoffeln, Chips, was auch immer. Denkt euch Nein, da irgendwas aus. das Könnt hinkt. ihr euch Du bist überlegen, unfair. lieber Du Getreide bist nicht. oder Kartoffeln? Schreibt es in die Kommentare. Einfach nur Getreide oder Kartoffeln, damit wir wissen, wer von uns beiden hier auf jeden Fall recht hat. So, weiter geht's. Platz 1 von uns beiden gibt es natürlich in der nächsten Ausgabe. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Du bist nicht sachlich. Weil du jetzt schon wieder den Vergleich nicht bringst, den richtigen. Aha. Du sagst jetzt schon wieder, dass jemand in ein trockenes Stück Getreide reinbeißen soll. Ganz ehrlich, dann beiß doch in eine trockene Kartoffel vom Feld rein. Mach das mal. Ja, das gefällt mir. Da sitzt du schön da mit deiner rohen Kartoffel. Die Kartoffel ist doch einfach ganz hervorragend. Also wirklich. Jetzt kommt er hier auch noch mit seinem Zug an, oder Ich was? habe keinen Zug. Ich bin auch nicht Du hast du. doch gerade hier Lonardi mit einem Zug in Form gefahren. Nein. Das wäre lächerlich. Das wäre Und der geradezu Bauhaus auch noch. lächerlich. Was war das denn für ein mieser Sprint? Geiler Sprint. So, jetzt spulen wir vor. Mal 8. Nein. Wie Willst du mich nein? noch was anderes fragen? Was sind deine Top 3 Getränke? Ja, aber das müssen wir dann auch aufteilen auf die nächsten Folgen. Das machen wir nach den Top 3 Lebensmitteln. Können wir nicht Top 21 machen? Nee, das Oh, ist ja warte mal, völlig. 8 sollten wir nicht machen. Machen wir mal 4 nur, nicht Das das ist ja völlig Abschluss. irrsinnig. Nee, wir machen immer die Top 3. Wir machen jetzt erst die Top 3 Lebensmittel zu Ende und danach schlägst du was vor. Und dann wieder ich und dann wieder du, okay? Das hält die Leute hier am Ball. Also ich fände es eher zum Beispiel cooler, wenn wir sowas machen, wie was sind deine Top 3 Radsport-Highlights, die du jemals im Fernsehen beobachtet Das hast? kannst du ja dann auch machen, wenn du dran bist. Ich habe Okay, jetzt die Top 3 warte mal. Lebensmittel. Machen wir mal eins bitte, das Feld ist gerade zerrissen. Was sind deine Top 3 Geschwindigkeiten, die man hier bei diesem Spiel einschalten kann? Auf Platz 1. Mal eins. Frag mich weiter. Auf Platz 2. Mal zwei. Und auf Platz 3. Mal vier. Mal 4, nämlich nicht mal 3, Leute. Da habt ihr euch jetzt nämlich ins Boxhorn jagen lassen. Oh Gott, Geil, jetzt Alter. wird es Zeit. Das ist die letzte Etappe für heute, Es ist geil, die Alter. Die Moderation. Top 3, die großen hier 3 quasi bei uns. Können wir jetzt mal sachlich reden? Und zwar Ja, ist hinten immer. das komplette Team Cofidis hinten, Wir können total sachlich weil die. reden, ja. Wir haben hinten Cofidis. Ey, wenn die jetzt hinten in ihrer Tasche so ein Stück Getreide hätten, würde dir das bestimmt weiterhelfen. Die haben aber einen Energy Bar, in dem Getreide isst du hier nie. Also aus Sportlersicht hast du natürlich mit Getreide und mit Bananen auf jeden Fall Also, recht. ich kann nur sagen, zwischen uns beiden bist eigentlich du der richtige Kevin. Okay. Ich bin aber Slevin. So, können wir jetzt wieder vorspulen oder was Nein, ist das hier? weil es sind ja nur 49 Kilometer. Jetzt schauen wir uns diese Mein Gott, das spannende ist eine Radrennen an. Bummeletappe. Da bummeln wir bis ins Ziel rein. Boah, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich das taktisch hier anlegen soll. Ich habe aber eine Idee. Eine richtig gute. Ich fand es auch ziemlich doof, dass du mich da so abgesprintet hast. Und Lonardi hat sich auch noch einen Punkt geholt in der Sprintwertung. Stark, gell? War richtig, richtig stark. Das war auch wichtig. Da Ein Punkt kann am Ende entscheidend sein. unterhalten sie sich heute noch drüber. Ja, ist ja auch erst heute passiert. Stimmt. Nee, ich meine in 20 Jahren. Ach so. Während sie schön Getreide mit Bananen essen.
So, jetzt geht's dann noch mal hier rein ins Finally. Das dauert ja noch ewig. Wieso ist denn eigentlich die Sprintwertung da oben am Berg? Ja, das wird jetzt spannend, wie wir da hochballern. Ja, ich baller überhaupt nirgends. Ballerst du da hoch oder was? Vielleicht. Wahrscheinlich. Ist so wie ich dich kenne, machst du jetzt gleich einen Zug und ballerst da hoch. 40 Kilometer vom Ziel. Ich habe auf jeden Fall einen richtig guten Plan. Übrigens fällt es wieder zusammen. Ja, Little Track und Sudal Quickstep. Ich gehe mal davon aus, dass die für die Sprinter fahren einfach. Sowohl für die Sprintwertung jetzt als auch Ja, die natürlich bauen dann. da schon Zug auf. Siehst du das? Die bauen schon Zug Ja, auf. es kommt aber ja eine Sprintwertung erstmal. Das ist, glaube ich, auch noch der Punkt. Aber ich glaube auch, dass die da um den Sieg sprinten am Ende. Also ich glaube nicht, dass die abgehängt werden, aber wir werden es sehen. Am Ende ist es wieder was für Pogacar. Der hat jetzt die ersten beiden Etappen bei uns gewonnen, gell? Bin ich ja mal gespannt, ob der so weiter durchzieht. So, und jetzt sehen wir den Zug von Buddy an. Bariani ist das beste Team der Total. Slevin versus Kevin Giro d'Italia Edition. Fährt er da den Zug? Aber schau dir mal das an, wer da kommt mit dem Zug. Da ist nichts mit meinem Zug. Schau dir mal das an, das ist ja nicht mehr normal. Oh, von Poppel. Merlier, die gehen alle jetzt auf die Sprintwertung. Geil. Vielleicht fehlt denen am Ende die Kraft und dann holen wir uns hier easy den Sieg. Das sehe ich kommen. Ich sehe das kommen. Ich sehe gerade was ganz was anderes kommen. Was denn? Und zwar haben wir hier eine Lücke im Feld. Und es ist schon wieder Geschichte. Aber nix. Aber das hat schon Schaden jetzt angerichtet bei einigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jakobsen fährt hier auf Position 2 im Feld. Bin mir noch nicht sicher, ob die für die fahren. Ich check das noch nicht ganz, was die vorhaben. Jetzt attackiert Affini oder was?
Gott, das wird eine Katastrophe. Du gewinnst es. Nein. Doch. Ja, du gewinnst es. Nee, Milan gewinnt. Geil, aber geil gefahren. Geil gefahren mit Davide Bin ich Beiß. schon wieder Sehr Zweiter. stark. Mit Beiß schon wieder Zweiter geworden, oder? Mit dem bin ich schon mal Zweiter geworden. Der ersten Etappe. Das ist ja Wie unfassbar. ganz so lieb kommt hier ins Ziel, 20. noch. Was mit Beiß? Bist du doch nicht Zweiter geworden? Auf der ersten Etappe? Da bin ich Zweiter geworden, mein Freund. Stimmt. Bin ich Vierter geworden. Tatsächlich bin ich auch Vierter geworden. Was glaube ich? Was war auf der ersten Etappe denn? Da bin ich Dritter Nee, geworden mit Beiß. du bist Dritter, ich bin Ja, Fünfter, also, dann genau. reg dich doch nicht auf jetzt. So, ich bin jetzt hier Zweiter und Vierter geworden. Mit Andrea Pietrobon bin ich hier Vierter geworden. Das musst du mal schaffen. Ja, das war stark. Ja, aber ich bin da einfach Und das vorne heißt reingefahren. Also jetzt. diese, man muss ganz ehrlich sagen, diese Arten von Etappen, da ist der PCM so schlecht, das macht überhaupt keinen Spaß. Da fahre ich Ja. mit Pietrobon einfach auf Platz 4. Der war einfach in meinem Zug drin und der, also das war ein Schmarrn. Aber gut. Ja, Wir aber schauen hat uns nochmal. Spaß gemacht. Das ist. Entschuldigung. Wir Entschuldigung. schauen uns nochmal das GC an. Gerülps. Pogacar weiterhin in Front. Das war die dritte Etappe. Morgen geht es weiter mit der vierten Etappe und mit unserem Platz 1 Top-Lebensmittel. Genau. Schlaft gut. Oder nee, schaut euch die Etappe jetzt gleich an. Genau. Und Und dann schalte wieder ein. bis morgen. Tschüss. Einer gewinnt.